Hallo miteinander, da sind wir wieder. Hier bei Call to Arms, Ostfront, Gates of Hell, alles. Das Dark Souls der Zweiten Weltkriegs Echtzeit-Strategiespiele, ja. Okay, was wir zunächst machen, wir regruppieren uns mal hier so ein bisschen. Ne, wie ihr seht, ne, ich habe neu geladen. Ja? Ich hoffe, ihr seid da nicht böse, aber. Ja, es wurde, glaube ich, irgendwie notwendig. Wir gruppen uns sogar weiter vorne. Zwar alle, auch die Jungs da hinten. Welche ausgewählt? Ja. So, und dann werden wir jetzt ein bisschen anders vorgehen. Weil wir. Tatsächlich muss man sagen, wir sind eigentlich erstaunlich weit gekommen dafür, wie, ja. wie soll man sagen? Wie sophisticated das Vorgehen war, das wir da gewählt haben. Eigentlich haben wir den Kampf ja so früh eröffnet, dass wir mal gucken, dass uns das vielleicht nicht nochmal passiert. Das wäre ganz gut. So, und wir haben ja hier mehrere Übergänge. Wir haben auch diesen Übergang hier. Jetzt sieht natürlich das hier oben auch. Es ist halt. Ich meine, was willst du sagen? Es ist halt überall das Gleiche, ne? Also hier werden bestimmt auch irgendwelche Geschütze oder irgendwas stehen. Der Punkt ist, wir müssen an einem Ort unsere überlegene Feuerkraft, na, muss es mal gefragt noch, ob die wirklich überlegen ist, einsetzen, um die Leute da rauszuballern. Das nehmen unsere zwei Feldgeschütze, packen die hier hin, schicken Infanterie irgendwo hier in die Nähe. Frage ist halt ernsthaft, wo. Hier ist halt keine Deckung. Es ist einfach nur eine Scheißposition. Entschuldigung. Das muss man einfach so sagen. Ja. Man muss das auch mal aussprechen. Das hat ja doch nicht mitgekommen. Ich hätte es noch geschafft, den einen hier mit dem Medic hier zu heilen. Das habe ich noch gerade gemacht vor der Aufnahme. Ganz aufstehen ist alles gut, ne? Sind alle tot hier. So, wie gesagt, dich haben wir. Ja, und diesen Mörser hier, ne? Der ist ja eigentlich kaputt. Aber. Vielleicht hat ja irgendeiner von unseren Leuten. Also irgendjemand wird bestimmt noch was haben und wir können ja neues Zeug dazu holen. So. Ne, wieso stellen wir die alle hier rein? Ist logisch, denke ich, ne? Wir wollen. Hier. Ach, guck mal, der hat auch nochmal Reparaturzeug dabei. Ich stell das mal ab hier. Stell dich mal hin. Du hast mal eine richtige Waffe. Warte mal, ist das der Typ, mit dem wir eigentlich uns dieses Ding hier geholt haben? Ja, ich glaube schon. Machen wir mal. Ist der Vater zumindest ja auch noch was hat. So, die füllen sich jetzt hier ihr ganzes Munitionsgedöns auf. Das ist schon mal ganz gut. Sprit müssen wir dann auch noch mal auffüllen. Stelle ich mal hier irgendwie hin. Das gilt dann vor allem für die Panzer und so. So, du füllst dich auch mal auf. Du dürftest ja soweit sein. Du hast auch noch eine ganze Menge Reparaturzeug. Du auch. Du hast nichts mehr. Ja, deswegen siehst du auch aus, wie du aussiehst, ne? So, fahr darüber. Ich will jetzt das Reparaturzeug nicht aus den Dingern rausholen. Das ist ein bisschen das Problem. So, du holst dir das hier. Genau, jetzt hast du schon mal eine gute Waffe. So, zu dir, wie gesagt, seinen Helm und seine ganzen Sachen. Okay. Weg damit. Ansehen. Wenn wir uns seine Uniform klauen würden, wäre es noch besser. Dann würden wir wie ein echter Dude hier aussehen. Ja, und wie gesagt, wenn ich jetzt noch unseren alten Mörser, der ist ja, der kann ja nicht explodiert sein, ja? Der steht hier irgendwo, aber ich finde ihn einfach nicht. Ja. Irgendjemand hat die gekillt, die Jungs. So, also du kommst hier hoch, du bist ja dann bestens versorgt. Hier jetzt hoffentlich auch. Ja, was ist der Plan? Der Plan ist. Also eigentlich ist die Sache die, ne? Wenn wir einen Blitzkrieg machen wollen, bedeutet das, dass wir unsere Panzer hier einfach rüberschicken, ja? Und zwar möglichst schnell. Der mit der größten Panzerung als erstes wird wahrscheinlich der Panzer 4 sein. Und dahinter die anderen zwei.
Die fahren dann hier direkt rüber und stürmen das Teil. Währenddessen versuchen wir mit unseren anderen Truppen hier voll Unterstützung zu leisten. Aber das ist alles nicht so einfach, ne? Das ist alles einfacher gesagt als getan. So. Okay. Keiner von euch hier, nimm mal das Zeug hier mit. Du darfst jetzt dich als Artillerie-Reparateur hier betätigen. Oh, nee, komm bloß nicht auf die Idee. Du bist der Einzige, der eine Panzerbüchse hat. Also von den Sachen, die wir hier so mitnehmen können. Die Pack hat 2,5. Den Mörser bräuchten wir eventuell für den Beschuss auf der anderen Seite. So, hier ist halt die Frage, ich glaube nicht, dass die Sturmpioniere so viel besser sind als die normale Infanterie. Panzerwaffenbesatzung doch mal gar nicht. Und auf jeden Fall auch mehr Infanterie. Aber auch mehr Support. Und auf jeden Fall mal einen weiteren Panzer. Die Frage, ob wir den Panzerjäger nehmen, war die Pack 38. Der Panzerjäger kostet 220, ist natürlich sehr viel mobiler. Als das andere Gedöns. Was haben wir? Und du, 250. Das ist auch besser gegen Panzer, ne? Ich brauche mal auf jeden Fall. Wir könnten uns dich holen und nochmal eine Infanterietruppe. Ah, ein Panzerjäger ist viel mobiler. Na komm, wir nehmen die Pack, scheiß drauf. So. Und dann nehmen wir hier nochmal. Könnten uns sogar noch Sturmpioniere holen. Ja, haben wir noch ein Fahrzeug mit einem RG-42 oben drauf. Eine Panzerwaffenbesatzung würde auch noch gehen zur Not. Falls uns die Leute wegsterben. Warte mal, hatten wir nicht eine geholt? War das vorher? War das nachher? Ich weiß es nicht. So, wir schicken euch mal hier rüber. Also immer noch nicht ganz fertig. Was ist das eigentlich? Sandsack, Ausrüstung, Fahrzeug. Warte, heißt das etwa Spezialoptionen? Hier. Fahrzeugsandsäcke. Cool. Das heißt, wir können den eigentlich eingraben. Hat das unser Feldgeschütz auch? Oh ja, tatsächlich. Okay, cool. Kommt trotzdem erstmal hier dich aufladen. So. Doppelklick hilft meistens. Das könnte man wieder einsammeln, das Ding. So, du bist noch nicht fertig hier. Barriere gefälligst weiter. Und dann hast du noch. Jetzt war das letzte. Oh, es sieht aber schon sehr viel besser aus. Es ist nicht mehr rot. Ich weiß gar nicht, was denn da passiert. Eigentlich passt das doch. So, und hier. Unsere neuen Jungs. Sonst haben wir hier auch nochmal einen Truck, wo. Der hat auch nochmal. So, warte mal. Der hat auch nochmal Bratwurst. Das heißt, den nehmen wir auch noch mit tatsächlich. Mit an die Front. Ihr Jungs hier. Kommt mal mit. Wir werden uns da auf der anderen Seite auch ein bisschen eingraben, dass unsere Infanterie zumindest, solange sie noch oben ist, Schutz hat. Und ihr könnt mir ja auch gerne erzählen, wie ihr das so seht, ob ich diese, also das ist ja jetzt ziemlich viel, quasi, ich erzähle euch, was wir vorhaben, ne, und so. Ihr wisst schon, was ich meine, also ziemlich viel Vorbereitungsgequatsche, bevor es überhaupt zur Action kommt. Also, da könnt ihr mir gerne erzählen, wie ihr das so seht, ob ich das alles immer drin lassen soll, ob ich es jetzt am Anfang, wo wir das Spiel noch lernen, immer drin lassen soll. Ich denke, da macht es am meisten Sinn. Ja? Und ob wir das vielleicht, wenn wir das später, wenn wir was können, dass ich dann nur quasi alles plane und dann kurz vor der Ausführung euch dazu schalte und ihr das dann betrachten könnt. So. So, jetzt werden wir mit dem Fahrzeug nämlich einfach die Pack hier mitnehmen. So, kannst du dich nicht bewegen? Tu dann aber fahren. Warte mal, Motor. Ah. Der Motor war nicht an. Okay. Ja, ich habe mich schon immer gefragt, warum wir hier eigentlich den Motor an- und ausschalten können. Und das ist übrigens das, was ich in diesem Spiel so geil finde. Dieses
bis aufs kleinste Detail, das ist im Prinzip so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wie Arma, nur in Echtzeitstrategie. So richtig. Ja. Das finde ich so geil an dem Ding hier. Also wir wissen ja tatsächlich nicht, warte mal, habt ihr von Haus aus immer so ein Zeug dabei? Das werden wir gleich, uns gleich mal anschauen. Das ist hier so ein richtiger Carrier hier. So, weil. Was ich auch nicht weiß, ist, wie weit wir hier überhaupt nach vorne können, ohne dass wir abgeschossen werden. Das ist dann schon wieder das nächste Problem. Ach ja, dich haben wir noch. Du hast auch noch Batteriezeug dabei. Gut. Steckst du hier fest? Komm bloß auf, ey. Komm, 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 komm. Da muss der Chef erstmal hier selber Hand anlegen hier. So, ich weiß, es ist schweres Gelände und alles, ne, aber. Na komm. Mal hier rüber zum Sammelpunkt. So, und der hat ja, wie gesagt, repariert Zeug. Das heißt, wir werden jetzt mal rüberfahren mit dem Ding hier. Zum Mörser. Zu dem zweiten Mörser. Vielleicht können wir den auch noch bemannen. Das wäre richtig geil. So, die Waffen der Russen gegen sie verwenden und so. Wir nochmal in diesen russischen Truck hier noch reinlinsen. Da wissen wir ja, dass wir den theoretisch auch klauen könnten. Weißt du, ob der auch noch Reparaturgedöns dabei hat? Transport. Gas. Warte mal, inspizieren. Hier, untersuchen. Ah ja, siehst du, guck. Mal mit das ganze Zeug hier. Sind wir das zuerst, weil wir andere Sachen wahrscheinlich unterwegs noch brauchen werden. Ja, und da bräuchte ich auch mal noch eine bessere Waffe. Ist auch das, was ich so geil finde, ne? Dass wir hier halt einfach mal hingehen können und den Russen ihre Waffen klauen. Ich meine, das ist. Das hat doch eigentlich auch was. Wenn wir jetzt noch eine Panzerbüchse finden würden, dann wäre ich ja richtig glücklich. Oh, warte, der hat. Oh, das ist wieder eine. Ja, ich sehe schon hier. Da. Ganz genau. Nimm das hier weg. Anziehen. Zermuni mitnehmen. So, das muss reichen, hä? So, damit ist dieser eigentlich relativ unspektakuläre Fahrersoldat auch ordentlich ausgestattet. So, und jetzt geht er hier rüber und wird diesen verdammten Mörser reparieren, hä? So. Okay. Gut. Also, wir haben jetzt ja auch nicht diese ganzen Geschütze hier, hä? Das sind tatsächlich Panzerabwehrkanonen, die wir auch noch mitnehmen könnten. Ich meine, wie kaputt sind die denn? Es sind nur kleine Kanönchen. So, schau mal dich mal ab. Ich weiß echt nicht, wie weit wir vor können hier. Aber das ist doch eigentlich eine relativ hohe Position hier, wo man den gesamten Bereich hier abschießen kann. Und das ist auf jeden Fall eine große. Also falls, naja, relativ groß, sagen wir mal. Also falls der KV hier irgendwie ankommt, sollte das passen. So, wo ist der Rest der Truppe? Jetzt schicken wir die mal darüber, dann bauen wir da die Zelte auch auf und alles. Du nimmst mal ihn hier mit. Panzerwagen, Dienst für Tankwagen, nimmt mal. So, wer hat dich euch repariert? Du hast die repariert, ne? Kannst du ja mal mithelfen. Da sind auch lauter, da sind zwei Leute drin. Die könnten wir eigentlich auch mal nutzen fürs eigentliche Kämpfen. So. Mal darüber. Genau, und. Mit.
Nein, 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 nein. Fahr geradeaus. Wie ist denn das passiert? Die hingen doch an dem anderen Teil dran. Was ist das denn? Nein! Alter. Hängen ihn wieder dran, ja? So kann man das nicht lassen. Wir brauchen dieses Geschütz. So. Ernsthaft, ne? Du willst unbedingt auf der Straße fahren. Kann das sein? Ja. Ist mal vorbei, dem Pseudo-Puma. Ist ja diese alte Version. Ist nämlich die richtige Puma. Das ist gar kein echter Puma. Ein echter Puma, der wüsste viel besser, wie das geht. Ja? So, hier. Danke. Da könnten wir die noch rausziehen hier. So, dann wendet mal. Danke. Ja, wir können die auch das Zeug hier rüber schleppen lassen, aber das ist gleich nicht so effektiv. So, was sagt unser Mann hier hinten? Hat er den Mörser schon vollständig wieder instand gesetzt? Ja, hat er. Okay. Dann nehmen wir dich noch, komm. Ah ne, du bist der Panzerbüchsenmensch. Wo ist denn hier? Lass mal die Jungs aussteigen. Dann nehmen wir einen von euch. Haben wir noch normale Gewehrleute hier? Ja, hier du. Dann kommen wir mit zum Mörser. Dann schleppt ihr den da rüber und dann mal zwei Stück. Und dann nehmen wir uns nochmal so eine Pack mit. Die Pack. Beziehungsweise, warte mal, hier. Die Jungs können auch mal aussteigen. So. Was haben wir denn hier? Guck mal, das sind so ganz normale. Du kannst eigentlich auch aussteigen. Also alle, meine ich. Danke. So, wir haben da ja, wie gesagt, noch Zeug drin. Nein, nicht einsteigen. Ach, meine Güte. Okay, so jetzt kurz nach der Mittagspause, ja. Wurde mir gerade eben was erzählt, was mir gar nicht gefallen hat, nämlich dass, genau als ich aufgehört habe aufzunehmen, hier ein Männchen überfahren wurde. Offensichtlich zum Glück nicht wirklich. Oh, warte mal, das ist doch hier so eine Panzerbüchse, oder? Frage ist, wer von denen der Panzerbüchsensoldat ist? Ist halt auf jeden Fall normale Jungs hier, ne? Ganz, ja, okay. Guck mal hier rein. Panzerabwehrmunition, das ist es, okay. Haben wir den da weg? Oder den hier? Upp. So, vielleicht reicht es sogar noch für den normalen Karabiner. Guck mal, wir den jetzt gerade hingelegt haben hier. Ich glaube, es reicht sogar. Was ist das hier? Sowjetische Bandage. Nehmen wir mal mit. Ah ja. Nehmen wir mal den Helm mit. Ist eh besser als seine lustige Kappe. So, warte mal. Das sind Mauserpatronen. Wo ist denn die Mauser jetzt hin? Du bist nicht die Mauser. Doch. Okay. Alles gut. So, jetzt haben wir dich auch noch hier upgegradet, massiv. Das ist natürlich sehr gut. Du hast auch eine Schaufel. Das heißt, wir werden hier mal so ein paar Anlagen hier für uns errichten, ja. Das gleiche gilt natürlich für euch. Okay. So. Vielleicht können wir die Russen ja auch zu so einer Art, zu so einem Gegenangriff zwingen. Ne? Das wäre natürlich auch ganz geil. So, wer hat von euch noch eine Schaufel? Wo sind diese ganzen Pioniere? Ihr hier? Seid zu zweit mittlerweile? Ja, leider, das ist nicht
Der eine ist nicht genau der falsche Mann hier. So. Mal mit das. Pack mal ein, das Teil. Und ihr kommt auch hier drüben. So. Und wo ist unser Mörser? Haben wir überhaupt einen Mörser geholt? Ja, doch, oder? Wir haben doch einen Mörser geholt. Wie? Mörser? Wir? So, ich kann mal dann auch mal hier abstellen. Upp. So, und ihr könnt euch hier mal die Richtung bewegen. Genauso wie ihr. Okay. Ihr habt sogar auch Sandsäcke zweimal. Guck mal an. Ja, dann macht das mal einmal hier. Temperaturgedöns haben wir hier auch doppelt noch. Gut. So, und du kannst dich auch eingraben. Sollte uns halt so aufstellen, dass wir hier nicht unser Sichtfeld gegenseitig blockieren. Darüber. Okay, so, du hier. Ich glaube, ich habe was man machen muss, um die besseren Sachen zu bekommen hier. Im Sinne von, ne, sowas hier. Klosterschützen rausheben. Vielleicht braucht man da nochmal bessere, krassere Pioniere oder sowas. So, du hast ja eine Panzerbüchse da vorne drin, das passt ja. So. Die Ausrichtung passt ja, es ist genau auf dieses Zeug hier ausgerichtet. Wenn Panzer von da kommen, dann sind wir hier auch safe. Okay. Wir kommen der Sache langsam näher. Da ist der andere Mörser. Stellen wir den mal ein bisschen weiter hier rüber. Okay, du bist auch fertig. So. Grab mal noch so ein paar weitere Löcher für ein paar weitere Jungs hier. Du machst hier dein. So. Genau, du bist nämlich auch einer meiner Panzerbüchse. Du kannst dann hier in dieses Loch rein. Eigentlich würde ich ja jemanden gerne mit einer. Also, die ganzen MGs sind alle tot, ne? Was ja eigentlich bedeutet, dass sie da noch irgendwo stehen. Das heißt, wir werden hier mal dich mal da irgendwo hinstellen. Als zusätzlicher MG-Boy. So, du hast nur eine MP43. So, mal dich hier raus. Der Typ hier? Panzersoldat, Panzerwaffe. Ja. Genau. Gucken wir uns dann nämlich hier vorne hin. Du, meine ich. So. Da rein. Du hilfst hier beim Mörser. Munition hat er ja genug. So, ihr könnt euch hier auch noch eingraben. Du hast das Loch auch gegraben. Perfekt. So, jetzt vielleicht noch irgendwie was. Was in die Richtung noch? So. Ich hoffe, nicht geht der Plan auf, ne? Kann natürlich sein, dass wir jetzt einfach hier nur short fallen. Das heißt, dass wir alle nicht weit genug kommen. So, das hier sind die eigentlichen Jungs. Wo ist dieser Medic? Hier. Und da können wir nämlich auch gleich mal hier so ein Medic-Zelt noch errichten. Idealerweise genau hier. Oh. Komm hier rein. Mach keinen Scheiß.
versuchen, den Dinger hier zu treffen. Oh nee, was machst du denn für einen Scheiß? So, also wir beschießen die Jungs auf jeden Fall da vorne ein bisschen, was ja nicht so schlecht ist. Eigentlich wollte man auch noch so eine Pack hier holen. Wer von euch hat denn so du hier? Du bist der Medic. Du hier, das ist auch nochmal ein Medic. Was ist da eine Pippische? Was sind die geklaut? Wieso habt ihr eigentlich alle normale Hüte an? Das ist eine Thompson. Nee, das ist eine MP41. Die Älte von diesen Typen hat irgendwie. Ja. Ganz komisch, kommt mal euch. Feindpanzer? D28? Boah, Junge, geh in das olle Schützenloch da. Was ist los mit dir? Okay, ich glaube, er ist ausgeschaltet. Gut. Sehr gut. Okay. Das läuft doch soweit so gut. Okay, So, lauf mal hier rüber. Guckt euch mal diese Pack hier an. Genau, nimm mal Aim da, ne? Das fand ich hier Geschütz. Wir sehen unsere eigenen Silhouetten, nicht die vom Feind. Oh, das ist der BT, der hier vorhin. Oh mein Gott. Er hat gewütet, ja. Mal davor. So, was ist mit dir? Das Ding ist ein wenig kaputt, habe ich gehört. Dann pack mal zusammen. Ja, pack mal zusammen, verstehst du? Liegt jetzt das Zeug. Wo soll das Ding hin? Das Ding soll hier hin. Dann wollen wir mal. Begebe mich in Deckung. Das Ding soll dahin. Ja, wohin mit dem Ding? Ich werde nicht mehr, das ist einfach verschwunden. Was jetzt nicht ganz so geil ist. Wir brauchen noch einen Mann hier. Du. Komm mit. Komm, Armin. Du warst gar nicht Armin, du warst Metzger. Du warst Kreuzmetzger. Seit wann ist Kreuz bitte ein valider Vorname? So, jetzt Metzger. Wie heißt das? Ich bin ein Kreuzmetzger. Ich würde sagen, so weiter hat das doch bisher super geklappt hier. Wir werden dann gleich die Infanteristen etwas weiter vorschicken. Die öffnen das und dann wird unser ganzes Array hier anfangen zu schießen. Oh nee, ihr Dummköpfe. So, untersucht das mal hier. Da liegt das hier irgendwo unterm Boden. Ja, wir haben ja sonst keine Probleme gerade. So, warte mal. Warte mal hier vor. Was haben wir hier vor, weil wir hier auf der Seite quasi nichts so richtig haben. Können doch vorher Unterstützung bieten hier. Solange der Vorderreich, wollte ich sagen, solange die Dinger reichen. Ich sag mich, wer den gekillt hat da unten. Also diese, ne, wir greifen an und locken sie in unsere Falle. Taktik ist ja bisher ganz gut. Eigentlich. Ja, ist nur die Frage, warum er hier nicht reingucken will. Okay. Dann hol eben da was raus. So. Wir haben Zeit, ja, wir haben Zeit. Also wenn man, wenn es eine Sache ist, die dieses Spiel mir beigebracht hat, lass dir Zeit bei diesen Angriffen. So. Ist ja ein bisschen. Komm mal diesen blöden Hut weg hier, ne? Wir holen uns gleich hier von dem Russen den anständigen Kopfverdeckung.
Das ist ja die großartige Wehrmacht. Na, nicht mal Helme können wir uns leisten. So. So, komm her und repariere das Teil. Na, und diese Benutzung von anderen, von Gerät, der Gegenseite und so weiter, das ist ja auch durchaus nicht unauthentisch. Ach, ganz ehrlich, ey. Ich meine, wenn man die Zeit hat, hier. Ach, du hast einen Hut. Du bist nur der Meinung, dass der hier cooler ist, ja? Du hast keinen Hut. Nimm dir seinen Hut. Okay. Ihr habt auch beide gute Waffen. Das heißt, wir müssen uns hier nicht mehr bedienen. So. Gibt's halt null Deckung da. Null. Einfach gar nichts. Es ist eine echt üble Sache. So, ihr habt zumindest alle Helme auf. Wir sind natürlich unter Beschuss. So, wir laufen mal darüber. Eigentlich hätte er ja. Zur Hölle ist denn der Typ hin? Hat's den zerlegt? Nee, da ist er. Eigentlich ist er dafür da, hier mit dem MG ein bisschen Feuerschutz zu geben, weiter vorne. Die hat's alle erwischt, das gibt's doch nicht. So, wir haben unser Science hier rüber geschickt. Geh mal die Jungs hier heilen. Du gehst den hier heilen. Und wehe, die Russen schießen uns ab. Wow! Da unten ist einer irgendwo. Ja, auf der Anhöhe, ne? Auf der Anhöhe, tut es, wenn ich dir dien. Ich sehe halt nichts, ne? Ach, da hinten ist das drin. Sehr gut. Überlegene Feuerkraft. Ich sehe noch einen. So, ladet nach, Jungs. Unser Buch hier. Stell ich mal hier in die Nähe. Wegen Munition und so. Puma! Nicht Puma. Sondern Fake Puma. So, wir machen jetzt. War ich immer vorher. Und jetzt gehen wir zum Angriff über, ja? Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch weiter. Mir macht das super viel Spaß. Es ist halt echt spannend. Und es ist so komisch, weil es halt ein Spiel ist, was eigentlich so ein echtes Strategiespiel ist und man voll aufpasst, trotzdem, dass man keine Leute verliert. Ne? Nicht so nach dem Motto, oh, ich kann die ja kurz nachbauen gleich. Also, das ist schon der absolute Hammer. Ja, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, wie es weitergeht. Ob wir es diesmal schaffen, rüberzukommen und dieses Ding zu knacken. Ich denke, wir sind in einer ganz guten Position. Und ja, hoffen wir mal das Beste. Bis dann, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja, macht's gut. Ciao, ciao, euer Thorn.